Hallihallo, Hallöli und willkommen bei Chemie zockt Graveyard Keeper. Ich glaube mittlerweile Teil 6. Ja, ist Teil 6 heute. Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben, als ich Wasser geschöpft habe, beziehungsweise ausgepackt habe, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Eimer. Und ich wollte ein bisschen Teig machen, da war uns die Energie ausgegangen. Jetzt will ich doch mal gucken, ein bisschen Brot backen hier. Oh, guck mal, da kommen direkt 4 Teig bei raus. Ist ja, er steht da vorne dran. Okay, das ist cool, das ist cool. Aus 2-mal Mehl, 3-mal Wasser machen wir 4-mal Teig. Wir haben noch ordentlich Mehl da, habe ich im Keller gefunden. Ich glaube, da werden wir gleich nochmal hingehen und den Keller ein bisschen aufräumen. Da sind ja noch ein paar Dinge zum Zerschlagen, ein paar Durchgänge. Ob wir da noch frei machen können müssen. So, jetzt haben wir jede Menge Teig. Jetzt können wir hier am Backofen. Omelette, nein, wo war denn das? Da ist das Brennholz. Wir haben 320 Brennholz drinne. Brot hier, Brot. Und es kommen auch jedes Mal 2 Brot raus. Okay, wir brauchen auch zwei Teig. Das heißt, wir können 14 mal herstellen, ne? Ding, 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 ding. Das kocht sich von alleine, ne? 70 Brennstoff dauert eine Minute. Oder eine Stunde? Ne, überhaupt nicht. Ne, hier, guck, geht, zack, 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 geht das so. Das ist aber hier unten, ist ja noch Zeug. Können wir auch noch einiges rausholen. Ja, kann man hier einfach Eisenstücke und Balken. Und dann mal schauen, dass wir hier vielleicht mal so einen Durchgang frei machen. Guck mal, noch mehr Nägel und Balken. Hätte ich statt mal am Anfang gewusst, als ich verzweifelt die Nägel gesucht habe, wa? Wäre ich einfach in den Keller gegangen, hätte die Dinger jetzt zerdengelt. Ich bin zum Schmied gelaufen, hab mir Eisen geholt, damit ich Nägel herstellen konnte. Aber ja gut. Nachher ist man immer schlauer, ne? Weil hier im Keller kann man ja eigentlich nur Kisten bauen, ne? Nochmal einfach Eisenstücke, okay. Ja, hier kann man nur Kisten bauen. Da brauchen wir Nägel, Balken und einfache Eisenstücke für. Ah, und hier hatte ich doch auch schon vorbereitet, ne? Zwei Planken. Ich würde sagen, die holen wir uns mal. Dann gucken wir mal, wie es hier im Keller weitergeht. Muss ja auch nochmal... Den Tag habe ich leider vergessen, wann der da ist. Ne? Der Händler, der muss ja noch um Erlaubnis bitten, seinen Garten benutzen zu können. Ja. Hier gibt es Holzscheit. Planke gab es hier, ne? Nein. Eisenmeißler. Holzplanke, doch. 2 Stück brauche ich. Achso, stand schon auf 2. Hm? F, arbeiten. Ja, arbeiten. Hallo? Muss ich erst hier rumlaufen? Aha. Gucken wir mal, wie es da unten weitergeht. Weil da ist ja der Schlange ist im Keller, ne? Da kannst du nicht verlassen. So, und dann dahin. Guck mal, hab schon 2 Brote fertig. Ja. Ach, Tasche voll. Tasche voll. Honig können wir hier lassen. Ein Weizen haben wir noch. Ein Bier lasse ich mal hier. Wasser haben wir auch hier. Das ist quasi so eine Kochkiste, ne? Eine Küche. Ja, das grüne Buch, Papier machen. Papier und Tinte brauchst du auch immer noch. Nur, jetzt habe ich die Brote aufgehoben, okay. So, was passiert jetzt hier? Ja, komm, mach den Weg frei. Oh, das braucht wieder jede Menge Energie. Oh, oh. So, und jetzt, aha, geht's da hinten weiter. Da doch immer da eine. Oh, oh, guck mal hier. Was ist das denn? Treppen? Oh. Lol, bin ich jetzt direkt im Dorf? Da kann ich fest den langen Weg immer sparen. Ich bin jetzt im Dorf, guck mal. Und zu Hause. Bis ins Dorf. Und zwar nur 3 Sekunden laufen. Wo ich sonst so ein halbes Jahr gelaufen bin. Ja, gut, übertrieben jetzt, ne? Oh, cool. Abkürzung gefunden. Aber zurück komme ich hier nicht, wa? Wo bin ich gerade rausgekommen? Aus dem Busch hier? Da, eintreten. Lol. Oh, wie geil. Jetzt muss ich nur diesen Busch da merken, ne? Neben dem Brunnen. Ne? Ich hab's gleich eh wieder vergessen. Aber was soll's. Hier, totes Pferd. Hab ich noch so ein Ding? Bestattungsurkunde. Handeln. Ja. Oh ja, 3 Stück sogar. Oh. Alle. 4 Silber, 50. Okay, cool. Kaufen. Ruhestein. Was ist ein Ruhestein? Was ist das denn? 2 Silber. Was ist denn ein Ruhestein? Torte. Oh, die kriegt ja richtig viel Energie. Aber die kostet auch 80 Kupfer.
Ja, hier weiß ich immer noch nicht. Muss ich. Ja doch, ich muss halt auch durch das Sachen ihm verkaufen, hat er hier schon einen höheren Rang bekommen. Sonst muss ich Sachen kaufen, verkaufen, damit er mir neue Sachen anbieten kann. Brot kostet 12. Ich würde gerne wissen, ob ich irgendwo Weizensamen bekomme, dass ich vielleicht mal Brot selber backen kann, also herstellen kann. Was ist ein Ruhestein? Ich kaufe einfach mal. Bauen wir mal. Silber ist natürlich super teuer, muss ja dann auch für irgendwas gut sein, ne? Inventar, Urstein. Benutzen. Zu Hause, totes Pferd, Leuchtturm, Abbruch. Ach! So ein Teleportationsding wie bei World of Warcraft, da heißt das Ding auch Ruhestein, ne? Ah, ja gut, brauche ich ja nicht. Ich habe ja hier die Abkürzung im Keller. So, hat sich jemand gemerkt? Ich habe es nämlich total vergessen, wann dieser komische Händler kommt, den ich fragen muss, ob ich den Garten benutzen darf. Der steht hier leider nicht dabei, ne? Weil ich dem noch nicht begegnet bin. Die kennt der Mann mit ruhiger Stimme. Roderick, königliche Dienste. Genau, Jorik, Holzfäller. Ja, genau, der will eine Eisenaxt haben. Die Sängerin, der will Honigtöpfe haben. Ja, 6 Motten. Da sagte er mir, die gibt's nur bei Nacht. Aber ich habe bisher noch nie eine Motte gefunden. So, gehen wir mal da oben. Da ist noch eine Leiter. Wo geht's denn da hin? Die Luke ist gerade geschlossen, okay. Aber hier ist schon cool, da komme ich ins Dorf. 3 Meter laufen, ich bin im Dorf von zu Hause aus. Das ist nice. War schon mal eine große Abkürzung. Ja, hier. Muss ich das überhaupt frei machen? Ob ich jetzt hier rumgehe oder darum gehe, ist doch egal, ne? Wir haben auch noch mehr Zeug liegen. Oh, hier komme ich dann in die Kirche, genau. Nicht genug Energie. Was? Achso, ich wollte gerade. Ich wollte springen, aber man kann nicht springen, man schlägt ja. Öffnen. Dieses Gitter ist verschlossen. Ich glaube, ich brauche einen Schlüssel, um es zu öffnen. Ja, aber kann man wieder her? Und hier ist nachher alles miteinander verbunden. Hier ist die Kirche. Hier ist mein Seziertisch. Brauchen wir wieder 10 Keile und einen Holzbalken. Okay, aber ich habe schon wieder keine Energie. 10. Ah, da ist doch der Schlange, Schlange, Schlange. Hallo. Reden. Ich bin beschäftigt. Ja, womit bist du beschäftigt? Da gibt es so ein Schlot. Nee. Ah, jetzt. Ah, bleib, wo du bist. Wer bist du? Ich bin der Friedhofswärter und Prior dieser Kirche. Kümmere dich um deine Angelegenheiten. Ich habe einen Dolch und keine Skrupel, ihn zu benutzen. Such ihn zu überzeugen. Brauche ich Glauben für? Oder bedrohe ihn? Bedrohen, wenn er einen Dolch hat und keine Skrupel hat, ihn zu benutzen? Nö. Müssen wir jetzt wohl so ein bisschen Glauben sammeln, oder? Muss ich bis zum nächsten Tag warten, wo ich die Predigt halten kann. In 2 Tagen ist es auch wieder soweit, ne? Immer an diesem. Ich dachte mal Sonntag jetzt zu, das ist auch so eine Sonne. Hab schon wieder keine Energie. Das heißt, wir gehen noch schnell eine Runde schlafen. Ein bisschen Energie tanken. Jetzt habe ich den Keller aufgeräumt und eine fette Abkürzung ins Dorf gefunden. Das ist ja nice. Wie auch immer das funktioniert. Da unten auf einmal so eine kurze Strecke ist. Oh, hier haben wir nochmal 4 Brote, jede Menge grüne Punkte, keine roten, okay. Und schon wieder vergessen, was ich brauche. Ein Balken war es, ne? Oh, der kann auch gleich sein. Nur mal nachgucken gehen. Für den einen Durchbruch dann nach links. Da geht er wieder. Hi. Beschäftigt. Ja, sehr gut. Was kann ich mit den Kisten machen? Nix. Okay. 10 Keile und einen Balken. Dann haben wir schon den Durchgang in die Kirche rüber. Keile, einen Balken. Gut, noch mehr Brot. Perfekt. Die Keile ging hier, ne? Holzkeil, genau. Und Balken war hier am Schneideding da, ne?
hier, ne? Balken. Komm, direkt 6 Balken. Ich habe kein Holz mehr. Och nö. Och nö. Die großen Bäume kann ich immer noch nicht fällen, ne? Genau. Muss ich mich mal drum kümmern. So, da, gib her. Dann muss da rein, damit ich ihn hier sehen kann. Genau. Ritsche, ratsche, ritsche, ratsche. So, jetzt kann ich hier. Und hier. Ah, ist viel Lauferei, ne? Ich möchte den Durchgang dann irgendwann auch noch fertig machen. Ich will jetzt mal schauen, dass ich hier alles miteinander verbunden bekomme. Hä? Holzbalken? Ist das ein anderer Balken als der Balken, den ich jetzt habe? Balken. Gibt's da noch andere Balken? Nö, komm bitte. Doch, da. Ach du Himmel. Okay, okay. Ich brauche eine Kreissäge für. Ach du Himmel. Nee, ich kann die Kreissäge damit bauen. Aber um das zu forschen, brauche ich diese blauen Punkte. Okay. I see, I see, I see. Aber hier noch irgendwas. Nee, brauchen wir auch. Die blaue, das blaue Zeug für. Ja, auch. Ich komme hier in der Forschung nicht mehr wirklich weit. Da brauche ich überall diese blauen Punkte für. Na, hier geht noch. Beet mit Stäben, ja. Ich muss erstmal den Typ finden, wo ich mir erlaubt. Ah, umpflanzen. Warte mal. Jetzt für einen Apfelbaum. Was haben wir schon im Karajebrach? Was kann ich denn hier machen? Platz für einen Beerenstrauch. Platz für einen Apfelbaum. Kann ich die Bäume dann selber anpflanzen? Und nehmen wir mal. Und jetzt hier hinten, ja, brauche ich wieder die blauen, das blaue Zeug. Hier, besseres Werkzeug. Oh ja. Energieverbrauch, Werkzeugeffizienz. Jetzt eine Amboss. Ich meine, was heißt Energieverbrauch minus 1? Macht das, dass ich weniger Energie. Das ist doch, das klingt doch gut. Hoffe ich jedenfalls, dass das so ist, ne? Energieverbrauch minus 1. Dass ich halt weniger Energie verbrauche, wenn ich jetzt hier buddle und hacke und weiß ich was. Oh, Waffen. Eisenrüstung. Oh, das kann ich auch schon freischalten. Geborener Schmied, da brauche ich überall dann wieder die rote, die blauen Punkte für. Okay, mal gucken, ich war an die blauen Punkte komme. Glas, doch, da war da was mit Glas. Ich brauchte doch für irgendwas, Glasfiolen oder sowas, ne? Komm schon mal alles frei. Ja, also da komme ich nicht durch, da war so ein Balken, den ich nicht bauen kann. Ich dachte, das wäre ein normaler Balken, aber vielleicht kann ich jetzt hier frei machen. Da brauche ich natürlich zwei Planken, kein Balken. Oh. Gut. Gehen wir noch zwei Planken holen. Machen wir da auch noch frei. Mann, 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 Mann. Komm, zwei Planken. Warum dauert das Brot denn so lange? Hallo? Ach so. Weil da nichts mit rausfallen konnte, oder was? Wir müssen hier noch einsammeln. Zwei Planken. Planken, 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 Planken. Planken. Hier. Holzplanke. Zwei. Nicht drei. Oh! Zwei, genau. Danke. Oh, eine neue Leiche. Ich komme, ich komme. Da hat's Klingelingeling gemacht. Der Esel hat was Neues gebracht. Kundschaft. Jo, hallo Esel. Du, keine Kundschaft, muss mit dir reden. Du scheinst ja ganz gut hier klarzukommen. Ja, ich habe gerade die Kirche eröffnet. Also gehört dir jetzt alles? Ja, ich glaube. Nee, da war doch was mit der Spuckreichweite vom König und so, ne? Ich gratuliere, du hast echt Glück, dieses ganze Kapital zu bekommen. Dein eigener Boss zu sein. Bist jetzt ein Kapitalist dieser Welt, bekommt ein hart arbeitender Esel wie ich einfach keinen Huf auf den Boden. Selbst du profitierst jetzt von meiner billigen Arbeit. Ich kann dich nicht mehr als Genosse bezeichnen. Das hast du schon mal gesagt? Kann ich dich tolerieren. Hier hast du ein Geschenk von mir. Eine Leiche.
Oh, und stinkenden Kackhaufen? Oder was ist das für ein Geschenk? Karottensamen. Ah, cool. Kann ich vielleicht Karotten anbauen? Nicht in die Kirche. Ach, wo will ich denn mit der Leiche hin? Oh. Hier in meine Gruft. Was ist das? Bist du jetzt ein Geistlicher? Ah, hi, Gary. Sieht so aus. Ich kann mich an nichts nach dem Tod erinnern. Vielleicht ist dort gar nichts. Oder ich hab's wieder vergessen. Weißt du, ich hatte diese nützliche Angewohnheit. Ja, ich bin jetzt Prior von der Kirche hier. Ja. So, basteln wir hier wieder alles raus. Oh, guck mal hier. Pass auf, das kann ich jetzt mal ausprobieren. Wir haben jetzt 2 rote, 4 weiße. Was passiert, wenn ich jetzt das Blut rausnehme? Gut, sag mal. 2 rote, 5 weiße. Wenn ich jetzt das Fleisch rausnehme? Tasche voll. Scheiße. Oh, jetzt ist ein roter. Jetzt ist ein gelber Totenkopf weggegangen, wa? Ein weißer. So. Ah. Nummer 1 und 4. Wenn ich jetzt noch die Haut abmache. Oh, ist nochmal ein roter dazugekommen. Okay. Ich kann maximal 5 Punkte mit dem machen. Was auf dem Programm steht jetzt so? Meine Tasche ist voll, ich weiß, muss gleich wieder kommen. Ich hatte da überlegt, wie ist das mit, was das mit den Totenköpfen auf sich hat und wie ich das Grab schöner kriege und so, ne? Wenn ich da Teile rausbastel, ja, dann wird es schlechter. Erstmal buddeln hier. Minus 2. Jetzt nehme ich die Leiche da rein. Immer noch minus 2. Mal zu. Ne, nicht das Grab. Das Grab. Oh, minus 2. Ach, Bestattungsurkunde kann ich auch nicht nehmen. Aber kann ich irgendwas wegtun hier? 2 Brote mal essen. Okay, man kann nur 2 Brote essen. 20 Brote in der Tasche haben. So, lol. So. Jetzt kann ich hier, okay, jetzt kann ich, muss ich erst die 2 roten negieren, um die Minus wegzukriegen. Und kann dann noch 3 schön machen, ne? Genau. Jetzt brauchen wir da Grabstein und Umrandung. So, ist das leicht Qualität, I don't know, dadurch, dass ich das was rausgenommen habe, Blut und Haut, weiß immer noch nicht genau, wie das funktioniert. Aber da liegen noch rote Skelette rum. Zack, 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 Eisenbarren, jawohl. Pass auf, wir müssen was in die Kisten packen. Die Eisenbarren tun wir mal weg. Das Holz tun wir mal weg. Karottensamen müssen wir mal gucken. Blut habe ich doch hier drin irgendwo schon, ne? Hier gibt es auch noch Punkte, jawohl. Blut. Was sollen wir noch hier reinpacken? Ein bisschen Brot auf Vorrat. So. Ne, alle 26, genau, macht das so. Der Rest ist im Keller liegen geblieben. Haut und so, ne? Ja. Muss auch holen gehen. Packen wir das noch da rein. Die Nägel da rein. Das da rein. Gibt's hier nichts irgendwie schnell? Doppelklick oder so? Anscheinend nicht. Holzstückchen. Karottensamen. Ja, müssen wir schon mal gucken. Wo konnte ich denn jetzt? Hier könnte ich Grabstein machen, ne? Genau. Nee, andersrum. Ja, genau. Füg 2 hinzu. Hast du 2 Steine? Bitte einmal bauen. Oh, haben wir einen Grabstein und ich nehme Erfahrung. Und hier kann ich die Umrandung bauen, ne? Genau. Zack, was noch? Holzkreuz. Ich hätte mal gerade einen Stein gebaut. Lieber 2 Steine als einen Nagel benutzen, ne? Schönere Sache kann ich noch nicht bauen. So.
vielleicht noch die Karotten anzupflanzen. Dann gucken wir mal. Wa? So, hier einmal den Grabstein da drauf. Zack, plus zwei, genau. Und leider kann man hier ja nur einen Punkt für. Ja, okay. Aber ist dann wieder plus eins. Und hier an dem E. Ja, hier doch. Ach, guck mal. Hä? Da kann ich jetzt auch eine Umrandung dran machen. Das ist auch bei minus 1. Oh, steigt das jetzt mit jetzt? Oder habe ich beim letzten Mal einfach nicht alles? Kommen da Totenköpfe dazu mit der Zeit? Nicht doof jetzt? Okay. Ja, irgendwie bei Gelegenheit mal schauen. Ich habe das System noch nicht ganz durchgeblickt. So, Karotten soll ich anbauen, ne? Gehen wir zu dem Garten darüber. Was immer noch nicht das okay vom Händler, aber so gut. Samen, da Karottensamen, genau. Vier Stück brauchen wir, okay. So, jetzt wachsen hier Karotten. Ja, cool. Da ist nur die Frage, wie lange dauert das? Leeres Beet. Machen wir da noch ein leeres Beet? Und dann noch eins. Ja. Ich habe noch ein paar Samen. Müssen wir erst wieder schaufeln, natürlich. Dann Karotten anpflanzen. Zack. Und hier auch schaufeln. Und pflanzen. Karottensamen. Ah, da müssen wir nichts mehr machen. Einfach nur draufklicken. Okay. Dann habe ich schon Beeren sammeln. Er hat einen Pilz gesammelt. Okay, jetzt habe ich nicht genug Energie. Ja, super. Ich wollte die Beeren sammeln, um Energie zu kriegen. Ich kann ein Brot essen. Ja. Ja, die 6 reichen. Nimm mal nur die 6. Nur 5, okay. Wie war das? Einfach rechts geht, dann nimmt nur 1, genau. Inventar. 15 Energie. Alles gut, alles gut. Wenn ich jetzt eine Möglichkeit hätte, natürlich selber Weizen anzubauen, um Mehl zu machen, hätte ich mein Energieproblem gelöst, ne? Da war doch, wenn ich die Beeren pflücke, die kann ich auch essen, ne? 3 Beeren. 6 Beeren. Die geben doch auch Energie, ne? Plus 5, genau. Energie for free, wenn ich die finden würde. So, ja, wann kommt der Händler? Ich weiß, ich werde mir gleich auch wieder, okay, es wird Nacht und dann muss ich meine Predigt halten, ne? Ansonsten Punkte sammeln, Punkte sammeln, Punkte sammeln, damit ich mal freischalten kann, die besseren Bäume fällen zu können, ne? Wo war denn das? Ah, ne, hier, ich wollte mir erst ein neues Werkzeug bauen. Jo, 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 was brauche ich denn dafür? Damit ich nicht so viel Energie verbrauche. Ah, hier war das. Nee. Ach nee, am Boss, ne? Ja, Werkzeug, jawohl. Da ist wieder Baum gewachsen, lol. Wenn man einfach im Hintergrund immer die Bäume wachsen sieht. Axt 1. Oh, brauche ich aber ordentlich Zeug für, wa? Da brauche ich komplex ein Stück, ja. Das kann ich auch immer noch nicht. Machen wir uns erstmal eine bessere Axt. Oh, jo, jo, komm gleich. Lass mich kurz meine Axt bauen. Ja, oder auch nicht. Moment, erst ein Brot essen. War doch wieder das Klingeln von dem Esel, ne? Ja, da ist er wieder. Hi. Wo stehst denn du hier? Ich will wieder mit ihm reden. Ich dachte, du bringst eine Leiche. 1, 2, 3, 4. Esel verdienen noch mehr. Karotten. Was machst du da? Ich streike. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich mich nicht weiter unterdrücken lasse und dir keine weiteren Leichen mehr bringe. What? Jedenfalls nicht für umsonst. Ich habe eine Reihe von Bedingungen. Zuerst verlange ich bessere Arbeitsbedingungen. Öle die Räder, ich ertrage diesen Klang nicht mehr. Außerdem Urlaub, keine Leichen mehr am Sonntag. Und zuletzt, ich will besser bezahlt werden. Von dir. Hä?
Diese Leichen sind nicht dein Eigentum, sie sind natürlich Ressourcen und ich will meinen Anteil. Jede weitere Leiche kostet dich 5 Karotten im Voraus. Aha. Die kannst du in eine spezielle Kiste hier packen. Ich hol mir dann die Karotten daraus. Wenn das nicht passt, kannst du dir einen anderen Esel suchen. Oh, es gibt keinen anderen Esel. Naja, haha. Aha, jetzt haben wir hier eine spezielle Kiste. Muss ich das bauen? Ah, super. Und da soll ich jetzt Karotten, damit er mir Leichen bringt. Gut, und jetzt steckt da die Karotten rein. Ich habe noch keine, die wachsen noch. Du hast mir eben erst die Samen gebracht. 10 Stück. Karottenkiste. Alter, du hast mir vorhin erst die Öl, um die Reifen zu ölen. Ach du Scheiße, wo geht das denn her? Okay. Jetzt streikt der Esel. Krieg ich keine Leichen mehr. Jetzt krieg ich keine Bestattungsurkunden mehr. Karotten? Muss ich die irgendwie noch essen oder so? Wahrscheinlich warten, ne? Dann, wachsen die von alleine? Hoffe ich mal. I don't know. Was weiß ich mit meinem Hammer? Axt, Sichel, was hab ich gerade gebaut? Axt, da. Warte mal, da kann ich doch hier irgendwo. Rostige Axt. Da raus. Aha, und den da, die da rein. Und die rostige Axt irgendwie recyceln oder so? So, Schaufel. Doch mal auch eine neue. Keine Energie mehr. So. Ah, mal gucken, ob wir da bekommen. Und Spitzhacke. Jawohl, 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 jawohl. So, Spitzhacke, die war eh fast kaputt. Jetzt haben wir hier die Spitzhacke und. Nein, die Spitzhacke. Und Schaufel. Ja, perfekt. Ja, rostiger Hammer. Der Hammer, da brauche ich halt wieder Sachen für, die ich nicht habe. Da brauche ich diese komplexen Eisenstücke. Aber was kann ich mit dem alten Werkzeug jetzt machen? Ich steck's das mal in die Kiste. Ich könnte es irgendwann recyceln oder so. Also zerlegen, ich weiß es nicht. Papier weiß ich immer noch nicht, wie ich mache. Aus den alten Büchern. Öl. I don't know where to get Öl. Vielleicht hat es irgendein Händler im Dorf. Habe ich gerade nur wieder keine Energie. Und gleich ist der Tag, wo ich die Predigt halten muss, ne? Ja, mein Gott, ich kann das ja abbrechen. Mal gucken, wie lange ich jetzt schlafen will. Ja, doch, kriegen wir hin, das voll zu machen. Zack. Jawohl. Ne, jetzt haben wir, ich bin ja jetzt hier der Prior von der Kirche. Jetzt muss ich ja immer an einem Sonntag Dingen da. Eine Predigt halten. Gehen wir das erstmal machen. Na, ein Baum festgehauen. Jetzt steht ihr die ganze Zeit da, bis ich ihm das Öl gebe. Boah, guck, da ist er wieder. Da ist er. Hi. Na du, auch wieder hier. Nach der Aufgabe fragen. Welche Aufgabe? Da du jetzt Geistlicher bist, solltest du an unseren kirchlichen Aktivitäten teilnehmen. Ich habe in der Nähe der Kathedrale eine Suppenküche für die Armen eröffnet. Das hilft dabei, mein Image zu verbessern. Wenn der Pöbel hungrig ist, passt mein tadelloses Aussehen nicht ganz ins Bild. Deswegen brauche ich eine Menge billiger Schüsseln und du scheinst Lehmablagerungen vor deiner Kirche zu haben. Was? Neue Aufgabe. Bring 20 Schüsseln zum Bischof. Mach mir ein paar Schüsseln und ich gebe dir einen Leitfaden für Geistliche. Der hilft dir mit ein paar... Ja, die blauen. Ja. Ich kaufe dir auch gerne Brot für die Suppenküche ab. Zum Kirchenkaufpreis versteht sich. Oh, ich hab Brot. Ah, sammeln Sand, sammeln Lehm. Ich konnte das bisher nur nicht. Okay. Jetzt kann ich Sand sammeln und Lehm sammeln. Okay. Und Schüsseln, ne? Die muss ich gucken, wie ich dann bauen kann, ne? 5 Hostien, eigentlich kein Kaufen Hostien. 8 gibt er mir für Brot. Da ist ja fast nix. Was ist das? Flüchtiges Gebet, habe ich doch.
Kann ich bei ihm kaufen? Nee, lass mal gut sein. Kerzen! Gefertigt an Kirchenarbeitstisch, Predigen. Und Hostien. Effekt bei Benutzung plus ein Energie für 5 Kupfer. Ja, noch bin ich nicht, wenn ich ein Rich Guy wäre, würde ich sagen, können wir vielleicht mal kaufen. Ach, guck mal, der hat auch andere Gebete. Okay, warum kann ich den nicht kaufen? Weil er den nicht im Angebot hat. Gebet nach Vorstellungskraft. Predigteinnahmen plus 10%, Predigtglaube plus 25%. Okay, ich gehe erstmal meine Predigt halten. Wo habe ich denn hier Sand und so? Das hier? Lehm. Okay. Hatte ich das ganze Zeit schon da? Was ist das? Ich muss erstmal beten gehen. Erstmal die Predigt halten. So. Hallo, hallo. Oh, kommt herbei, euer Gläubigen. Nein? So, beten. Genau. Brauche ich das Gebet? Oh, komm, da kommen sie. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Toll. Und jetzt lasst uns um diesen Segen beten. Ah, okay. Toll, toll, okay. Ah, guck mal da. Eure Spenden sind immer willkommen. Tolle Predigt. Ach, jetzt spenden die mir hier. Knauserbeträge, okay. Aber besser als gar nichts. Da, Glaube. Drei Glaube bekommen, okay. Kann ich nochmal beten? Gebet ist es nächsten Sonntag verfügbar, okay. Aha. 5 Besucher erhalten ein Glaube 1, Spenden gesammelt 24, Ergebnis Erfolg, Erfahrungsschaden 5%, Glaubensbonus 2. Whatever. Okay. Sand kann ich halt sammeln. Okay. Ist das eine unendliche Grube hier? Lehm. Ich brauch doch Lehm für die Beete, ne? Um den Friedhof schöner zu machen. Das kostet doch gar nicht so viel Energie. Aber wo gab's Sand? Lol, kam ich hier schon immer runter. Ich auch. Ja, scheint so, okay. Okay, aber wo gibt's Sand? Wo ist das? Einfach nur Gestrüpp. Okay, Lehm habe ich hier. Er sprach ja nur davon, dass ich Lehm vor der Tür habe, ne? Aha, kann ich auch hoch und runter? Ne, sah so aus. Oho, jetzt muss ich nur gucken, wie ich da Schüsseln draus mache, ne? Die muss ich ja machen können, sonst würde er ja nicht verlangen, dass ich die mache und im Eck gibt mir dann erst die ersten blauen Nüpsel da, ne? Wahrscheinlich bei Bauen und Handwerk, ne? Schüsseln. Nee. Hier, Keramikschüsseln. Hier, Lehm, genau. Keramikschüsseln. Politurpaste. Und eine Drehscheibe, okay. Freischalten. Okidoki. Drehscheibe. Wo ist die Drehscheibe? Nein, auch das doch nicht. Drehscheibe. Kannst du direkt bauen. Balken, Stein und Nägel. Wie groß ist die? Wo passt die noch hin? Ich könnte hier... Warte mal. Ich wollte den einen Amboss da abreißen, ne? Stopp, gemoppelt. Brauchen wir ja nicht. Ich kann hier nichts abreißen. Doch, da entfernen. Den da, ne? Der macht ja das Gleiche. Ja, mach weg. So. Muss schon noch arbeiten gehen. Okay. Oh, da gibt es Teile zurück. Oh, gut. Das
bauen wir da die Drehscheibe hin. Drehscheibe. Ja, ich muss zum Ende kommen, ne? Wir haben schon 35 Minuten. So, aber das machen wir jetzt noch. Zack. Zack. Bang. Wir haben eine Drehscheibe. Cool. Und da kann ich jetzt mit Wasser und Lehm Keramikschüsseln herstellen. Okay, das reicht ja schon. Ich soll 20 Stück machen. Ich habe 11 Lehm. Es kommen 3 Keramikschüsseln raus. Warte, Wasser habe ich noch hier in der Kiste hier. Wasser. Ja. Ja. Ist nur die Frage, wie viel Energie braucht das jetzt, ne? So. 3, 6, 9, 20 Stück brauche ich. So, zack, mach mal hin hier. Noch ist der Typ hier da. Scheiße, jetzt wird dunkel. Es geht ja gleich, ne? Dann muss ich eine Woche warten, bis der wiederkommt. Nö, komm mal hin. Ah, Energie geht so, ne? Energieverbrauch geht so. Nicht genug Energie. Oh, ich hab gerade noch gesagt, es geht so. Der geht jetzt, ne? Komm, bitte. Nicht genug Energie. Oh. So. 20 Schüsseln wollte er haben. Komm, sei noch da. Es wird schon dunkel. Da steht er noch. Nicht gehen. Moment, ich komme. Hier, ich habe die 20 Schüsseln. Puh, sind die hässlich. Aber das reicht für die Armen. Eine Beteiligung an den kirchlichen Angelegenheiten erfreut mich sehr. Aufgabe beendet. Geschichte. Ich spiele sogar mit dem Gedanken, deine Kirche in eine große Kirche zu verwandeln. Das bedeutet mehr Glaube und mehr Geld. Mit einer großen Kirche bist du Gott näher. Und was sonst ist mir wichtiger als Heiligkeit. Aber das liegt noch weit in der Zukunft. Zunächst muss hier erst einmal alles so perfekt sein wie mein Haarschnitt. Und damit meine ich sowohl die Kirche als auch der Friedhof. Haha. Neue Aufgabe. Reiche 30. Okay, ich werde mein Bestes geben, ihren hohen Standards gerecht zu werden. 30 Hübschigkeit, keine Ahnung, hier 30 Totenkopfgrenze. Okay. Wo wir gerade von hohen Standards sprechen. Ich wäre hoch erfreut, wenn du mir ein paar Fische besorgst und mich vor dem Hungertod retten würdest. Was sagst du? Fische? Ja, angeln. Ich kann immer nicht angeln. Und nicht einfach irgendeinen Fisch. Ich brauche ein gutes Fischfilet. Du findest die passenden Fische in der Nähe des Wasserfalls. Ja, ich muss erstmal angeln können. Da ist das Problem mit den Motten, dass ich immer noch nicht weiß, wie ich Motten kriege. Bring dem Bischof 4 gute Fischfilets. Wollen Sie damit sagen, dass alle in der Stadt gerade hungern? Nein, ich kann einfach kein Fleisch essen. Was die Fische im Stadthafen angeht, nun, nein danke. Nicht so lange das elende Totenschiff dort vor Anker liegt. Du bist also meine einzige Hoffnung. Ich verliere wegen meiner schlechten Ernährung schon meine Haare. Okay. Friedhof aufmotzen? Ja, mal gucken wie. Ich kann noch keine besseren Steine und so ein Kram. 20 Kreuze für die Kirche. Fisch. Ich guck mal gerade. Ein Silber für so eine Kerze. Ich wollte mal gucken. Nee, kriege ich 20 Kerzen oder kriege ich eine Kerze? Eine Kerze für ein Silber. Jetzt auch durch den Esel kein Geld mehr, ne? Ich würde da gerne mal ausprobieren, wie viel hübsch die Kerze macht. Komm, scheiß drauf. Wir kaufen eine Kerze. Jetzt kostet die nächste schon 1,3. Okay, also je mehr man kauft, desto billiger wird's oder was? Teurer wird's. Okay, aber ich kaufe hier nur eine. So, Brot kann ich verkaufen. Gut, aber wenn ich eine große Weizenfarm hätte, dann könnte ich mir Brot ohne Ende verticken, ne? So, ja, dankeschön. Ja, wir sehen uns dann irgendwann wieder, wenn ich meinen Friedhof aufgepimpt habe. So, ich steche jetzt die Kerze hier auf. Zerstörung, nein. Gut, vielleicht kann ich die Kerze irgendwo aufstellen. Weil er davon sprach, ein paar Kerzen auf, bla 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 bla. Ja, dann habe ich mich vertan, okay? Dann muss ich erst was freischalten. Biologie. Licht des Glaubens. Ah, ja, hätte ich mal besser vorher geguckt, wa?
Die kann ich dann auch Kerzen selber herstellen und ich muss erst Kerzenständer. Okay. Aber hat er mir jetzt irgendwas gegeben, damit ich blaue Punkte kriege? Er meinte doch, wenn ich ihn. Das läuft da weg. Sagte er nicht. Würde mir was geben, womit ich meine ersten blauen Punkte krieg? Nein, anscheinend nicht. Ja, Bestattungsort, okay. Ja, sind wir ja schon fast wieder durch, wa? Würde ich sagen, mach ich meine Energie noch platt. Gehen wir noch schlafen. Und dann ist die Folge vorbei. Geht auch schon wieder 40 Minuten, ne? So, haben wir hier, zack, 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 aber alles fertig. Oh, wir haben keinen Eisenerz mehr. Wir haben also der Tisch arbeitet nicht mehr. Eisenerz haben wir, glaube ich, noch, ne? 7 Stück, genau, aber kein Brennholz mehr. Pass auf, da haben wir doch, da müssen wir doch irgendwie Energie wegkriegen. Darum, zack, fertig mit Brennholz. Jawohl. Jawohl. Schmeißen wir hier Brennholz rein. So, Brennholz, zack. Da. Zack. Das arbeitet ja von alleine. Ja, wie schnell wachsen jetzt die Karotten? Ich weiß es nicht. Da ist gerade. Oh, kommen sogar neue Dinger hier an den Busch gekommen. Ja, nicht genug Energie zum Pflücken, damit ich Energie hätte. Okay, dann ist es. Sei es drum. Okay, ja, Komposthaufen weiß ich auch immer noch nicht, was da reinkommt. Wir werden es sehen. Aber jetzt gehe ich erstmal schlafen und speichern und sag vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Spiel. Ich habe Spaß an dem Spiel. Und vor allen Dingen, es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Ich weiß nicht, wie lange hier noch Quests dazu kommen. Ja, ich bleib dran. Macht super Spaß. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne einen Kommentar da. Wer zum ersten Mal schaut, aktiviert auch natürlich die Glocke mit der Aktivierung auf alles, damit ihr nichts verpasst, wenn ich was hochlade. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen, einen guten Tag, schönen guten Nachmittag, Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Schimmi zockt, Graveyard Keeper. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Euer Schimmi.